So, dann sag ich nochmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, die Show. Ich bin der Zova und diesmal Jans alleine. Jans alleine. Ja. Das kurz vor Vorabend. Ne? Wo ist die zweite Lady denn? Die sind noch immer zu zweit oder nicht? Oder haben sie sich mal verstritten, die beiden? Na, können die sich nicht vertragen? Das mag sein. Oder die ist vor sich hin verstorben. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß, wer weiß. Komm auch schon mal zu... Ja, zu dritt. Nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem, wenn ich hier alleine bin, das... Nee. Vor allem kurz vor Feierabend, kurz vor Nacht und... Nee, um Gottes Willen. Nee, kein Tier in der Nähe. Nichts. Ist auch ruhig hier jetzt gerade, ne? Na gut, so. Ich habe mir gedacht, ich mache mal die Tür zu hier. Weil wegen, das zieht das so extrem. Hier ist ja auch noch, ich wollte sagen, hier ist noch eine Munition drin. Ist aber gar nicht. So, mal, ich werde die mal wieder auffüllen. Wenn ich schon, ach, da ist gar nichts mehr drin. Och, Gottes Willen. Haben wir so viel verbraucht? In der Sonne, so viel? Oh, ist auch fast nichts mehr drin. Na gut. So, dann das mal wieder raus hier. Moped müssen zur Seite. Siehst du wohl. Der ist aus, ne? Der auch. Was braucht denn da so viel Strom? Ach, unser Licht ist an. Ach, stimmt ja. War doch was. Drei Watt. Ja gut, das sind die Verteiler. Da brauchen wir so viel Strom für Licht. 83 Watt für Licht, mein lieber Freund. Na gut, wir wollen uns auch warm und kuschelig haben. So. Da läuft Munition durch. Hier läuft Stahl durch. Ah, ich reibe mir so die Finger. Das ist so cool. Das finde ich optimal. Mach das mal nochmal. So. Ich hab da draußen wieder was gehört. Ich hab da wieder was gehört hier. Da hat jemand schwer geatmet. Hat mir nachher der Zombie nach nicht wieder aufgefüllt gehabt. Nee, stimmt, hast recht. Aber haben wir so viel da durchgeballert? Ich meine, ja gut, okay, zuletzt haben wir den laufen lassen, ne? Weil von wegen, ja, ne? Hat ja gereicht. Ne, wir haben jetzt, wie gesagt, auch Teile. Ne, wir haben die Druckplatten, wir haben die Sensoren. Ich müsste mich auch mal dran setzen, glaube ich. Ne? Ich müsste das Zeug schon mal bauen. Den ganzen Mist neu verkabeln. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon. Normalerweise den ganzen Mist wieder auseinanderreißen. Was ein Spaß. Ich frage mich nur gerade. Mal auf, was war denn was? Wenn der an ist, ne? Ich mach den mal an. Was ist das hier? Ist das Strom? Das müsste der Strom sein, ne? Ja, das sind die Darts. Das sind die Schredder, die normalerweise darüber laufen. Genau. Dann müsste das Strom sein, wenn ich jetzt runterlaufe. Dürfte ich keine geplättet kriegen. Theoretisch nicht. Nee, alles gut. Ich lebe noch. Sehr schön. Aber schnell mal Füße gewaschen. Nee, muss da auch mal sein. So. Dann wissen wir das auch. Ja, so kleine Schilder bräuchte ich mal hier. Hier kannst du nichts mehr aufbauen. Welcher war denn das jetzt hier? Der hier? Dann brauchen die laufen. So, tut nicht nötig. Der brummt aber auf die Hölle, ne? Alter Vater. Gut. Ich wollte ja mal gucken, ne? Ich weiß mal, was habe ich jetzt an Punkte? Habe ich auch noch ein bisschen was zu vergeben. Und zwar Mechaniker, Truckschrauber habe ich. Da bräuchte ich noch, was haben wir hier denn hier? Fortgeschrittener Ingenieur. Da bräuchte ich ein paar mehr Intelligenz, ne? Wo bräuchte ich noch so Punkte? Wo war denn das?
Hier habe ich nichts, ne? Fehlbrecher. Prügelpeter habe ich nur einen. Da müsste ich mal was reinmachen, ne? In Kochen. Jetzt muss ich auch kochen. Da nützt ja nichts. Ach so. Bergarbeiter, was haben wir noch? Speerjäger. Revolverheld. Maschinengewehrschütze. Wo ist denn hier der... Der Jägersmann, wo war der denn noch? Donnerbüchse, Präzisionsschütze, da war es doch, ne? Da. Da muss ich nochmal reinmachen. Das nützt alles nix. So, und jetzt wollte ich mal gucken. Taktisches ist 2. Gewehr, ein 4er Gewehr könnte ich bauen. Ein 3er habe ich, spielt keine große Rolle. 5er Pistole. Ach, eine fehlt mir noch. Mist. Kannst du keine herstellen. Was meinst du? Jetzt baue ich gar nicht mit. Schlupine. Da war ich jetzt leider gar nicht mit. Rüstung. Oh, 4er Rüstung kann ich bauen. Ist der Klopper. Schrotgewehr-Shitstorm. Shitstorm. Ne, da wollte ich sowieso nicht. Hier, Fahrzeuge, da. Auto kann ich bauen. Was brauche ich denn da? Ist mal die Frage. Oh, 250. 250? Das kommt nicht aus. Das ist eine ganze Menge. Und Zubehörteile 33. Oh, ich will so gerne ein Auto haben. Ne? Ich will so gerne ein Auto haben. Ach, wie... Das ist schön, ne? Aber warte mal, wir haben ja auch noch die Mods, ne? Da muss ich auch mal in die Kiste gucken. Da muss ich mal in der Kiste gucken. Sekunde. Mods. Was haben wir denn da Feines? Da. Oh, hier. Reservetankbot. Ja, genau. Die Elektrik, die muss ich auch noch machen. Da muss ich noch beigehen. Ich kann das ja alles so... Soweit kann ich das alles machen. Reservetankbot, Superladermod könnte ich bauen. Und die Scheinwerfermod könnte ich auch bauen. 5 Stahl, 10 Stahl und 5 Stahl. Das hätten wir aber fast alles zusammen, ne? Das wäre schon gar nicht... Warte mal, wie viel Benzin haben wir denn hier noch? Das darf nochmal rein. Das muss auch nochmal hin. Ich will Benzin bauen. Machen. Jetzt wäre das cool gewesen, wenn wir hier noch eine... Oh, ich kann die Stapel bauen. Auch nicht verkehrt. Sehr gut. Das nehme ich mal raus hier. Bevor es schlecht wird. Ne, sonst stinkt das so. So, Benzin raus. Zack. Können wir schon Stahl herstellen? Ich irgendwie, ja, wir können. Wir können. Ich habe alle Kohle zusammengekratzt. Alles, was wir irgendwie, was ich irgendwie finden konnte. Und dann habe ich den Großüber gekauft. Ja, ich war so frei. So. Da kannte ich ja nichts, ne? Da bin ich ja... Dann mache ich das einfach mal. War auch nicht so teuer. Ich glaube, 13.000 hat er gekostet. Ging so. Aber alleine für die ganzen Mods, ne? Die wollen wir da schon gerne haben, ne? Wenn man überlegt, was haben wir denn hier? Reservetankmod, Superladermod. Ist schon cool. Aber leider haben wir die Spritsparermod nicht, ne? Die durfte ich noch gar nicht... was habe ich denn sonst hier noch? Tarnstiefelmod. Oh. Wieder ein Fortschritt, genau. Und wenn du wieder da bist, dann hast du... Ja, Sitzplatz. Ah, Brennsparermod, da ist sie. Die kann ich noch nicht. Fahrzeugflugmod gibt's auch noch. Ach du Himmel. Fahrzeugrüstungsmod gibt's auch noch. Hält sich am Kopf nicht aus. Was? Da draußen lief einer? Was? Wo war denn das? Hier lief doch einer. Habe ich jetzt Hallos oder? Ne, da hinten läuft einer, sag ich doch. So. Ne? Nicht bei uns vor der Tür hier. Mist, da ist noch mehr. Oh! Oh, mein Freund. Was läuft da? Da ist ein Reh! Ach, ich glaub's nicht! Ach, du Himmel!
Mist, nicht getroffen. Ich muss mal raus. Da ist ein Reh vor der Tür. Du glaubst das nicht, du. Ach, du Himmel. Wie komme ich da am besten hin? Ich will ja auch nicht so viel aufwecken hier, ne? Wenn ich hier durch die Gegend renne. Fang es! Fang es! Wo ist denn das? Da ist das Reh. Aber hinten lief irgendwo einer, ne? Hier lief doch ein... Irgendwo lief hier ein Knecht. Ich muss da jetzt hin. So oder so. Ich muss da hin. Wenn ist er. Ich wusste das doch. Der Dicke auch noch. Ja gut, der läuft nicht mehr. Beim Laufen ist das durch. Ah, ich bin alleine draußen. Jetzt keiner und hilft mir. Ich nehme jetzt zurück. Als wenn ich Angst hätte. Pff. Lauf, 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 lauf. Jetzt fehlt mir noch die Schreielse. Die fehlt mir echt noch hier. Dann drehe ich am Rad. So. So. Geht so. Mehr ist da nicht, ne? Nö, beide, glaube ich nicht. So, war ich stehen geblieben? Ach, schon wieder, brauche ich den Kram wieder her? Ach, klar. Das Rädchen. So. Fett. Zweimal Fett aus dem Viech rausgeholt. Das war ein flinkes Messer, was ich habe. Das muss ich immer festhalten. So, warte mal, das muss mal raussortiert werden. Das auch noch. Und gleich weg mit dem Kram, ne? So, wupp. So. Das schafft schon wieder. Wir kriegen schon wieder das. Das wird langsam voll. Das finde ich großartig. Warte mal, die Mods wollte ich gucken. Ich wollte doch gerne Mods bauen. Reservetank-Mod, Superlader-Mod wäre ganz cool. Scheinwerfer auch. Brauchen wir eh, ne? Reserve, dann kriegen wir ein bisschen nicht mehr rein. Ich kenne mich ja. Ich mach das mal. Wir haben es ja jetzt. Wir können ja mal. Warte mal. Wir können ja mal ein bisschen Kleber herstellen, würde ich sagen. Das könnte ich mal gerade mal fix machen, weil wir haben ja tonnenweise Wasser. Ne, ich darf mal in deiner Küche so ein bisschen rumrandalieren, ne? So, ich bin mal so frei. So. Mach mal herstellen. Und zwar Kleber. Und zwar 40. Geht nicht, weil kein... Okay. So. Mach voll 40 Stück. Humarin. Dann haben wir das auch. Oder? Können wir noch mehr? Klar, können wir noch mehr. Wir haben noch mehr Wasser. Doch, komm, hau rein. Nochmal 40 mehr. Sehr gut. Ich kann das gleich rausschmeißen hier. Das dahin. Alles zum Kochen hier rein, ne? Fett. Aber hier. Die Knöchel ist nämlich mit runter. Können normalerweise auch hier oben bleiben, ne? Brauchen wir eh hier oben. Ich tue die mal in die Gartenkiste rein, ne? So. Vergesse ich eh wieder. Ich kenne mich. Ich vergesse eh. Was läuft denn jetzt hier durch? 56 Minuten noch. Gut. Hier fehlt ein bisschen Musik jetzt gerade, ne? Ein bisschen sehr stille. Das Zeug jetzt packe ich mir da oben rein. Ich glaube, heute Nacht werde ich ja nicht rumfummeln. Weil wenn Else Kling um die Ecke kommt mit ihren ganzen Gesocksel, dann... Und ich stehe alleine hier. Das muss ja nicht sein, ne? Ich kann mich also ein bisschen konzentrieren auf die Fahrzeuge, genau, auf die bisschen Mods. Da baue ich mal ein paar Stück von. So, die nehme ich mal raus, kann ich mir auch gleich mal ein paar Rezepte, pass mal auf, Klebeband, hau mal rein, 35 Stück. Mach mal, dann habe ich die auch. Das wieder raus, das auch raus. So, Klebeband, Plastik, nehme ich mal mit und... Die Sachen. Was noch? Ah, Stahl. Wir haben ja Stahl.
Mir fehlen noch... Dreimal brauchen wir den Kram, ja, logischerweise. Warte mal, da ist ja noch immer eine frei hier, ne? Ist eine frei. Eins, zwei... Mach mal eine mehr. So, drei Pass. Siehst du. Die haben wir. So, wie heißt die nächste? Fahrzeugsuperlader-Mod, die wollen wir auch haben. Verfolg mal. Oh, Heizkörper, die haben wir, glaube ich, nicht. Natürlich, die haben wir nicht. Nee, siehst du? Die haben wir nämlich nicht. Miste. Gut, Superladermod wird nichts werden. Wir können aber die Lampe bauen, ne? Das kriegen wir, glaube ich, hin. Extra Licht. Da. Was brauchen wir dafür? Ach, nee, da nicht. Wir brauchen hier, und zwar... Bitten dit Kram und ein bisschen Lampe. Kein Problem. Wieso brauche ich denn vier Lampen für einen so ein Teil? So, die brauche ich auch. 1, 2, 3, ne? Bob. 3? Ja, zur Not baue ich das raus. Dann haben wir das. So, schmeiß mal wieder raus. Bisschen sie raussortieren hier. Genauso, zack. Cool, dass wir Stahl haben. Ja, ich finde das sowas so ein Hammer. Ich finde... Am liebsten will ich mein Auto bauen. Ich will am liebsten mein Auto bauen. Was mache ich noch? Ich baue mein Auto noch. Na gut. Mit Autobahn ist schwierig, ne? Wenn hier alles vollgeparkt ist mit Krams. Da ist die erste ist fertig. Naja, kein Stress, ne? Kein Stress. So. ...250 Stahl brauchen wir dafür. Naja, wir stellen es jetzt selber her. Also können wir euch mal ein bisschen... Finde ich auch. Ne? Ja, finde ich doch. So, komm. Das zähle ich sogar ab. Das brauchen wir. Wir brauchen... Davon auch mal. 16. Oh, das war zu viel. Das brauchen wir. Bastelkram. Mal her. Ich brauche... ...20. Und das brauche ich noch. Bisschen Leder. Man will ja auch gut sitzen, ne? Zum Glück ist das kein Kunstleder, sondern was so ordentlich ist. Ich sag mal, zum 40 passt. Ach, was machst du denn da? So, und Stahl brauche ich noch ein bisschen. Hm. Brauche noch ein bisschen Stahl. Ein bisschen Stahl. 180. Hau rein, Mann! Mach hin! Schneller. Wo war denn noch? Pass mal auf. Konstruktion überhaupt. Wo war das noch mit schneller Schmiedegeschichten? Das war doch hier, ne? Hier. Fortgeschnittener Astronaut. Das hier war es, glaube ich, ne? Ah, Rezepte kosten 20% weniger. Mist. Level 10 Intelligenz. Ja, ich bin da sowas von. 3 Punkte! Warte mal, haben wir hier nicht noch irgendwas? Oh, hier, guck mal. Einlösen. Und Benzinkanister. Und, ach hier, guck mal. Ölschiefer gesammelt. Und Überleben haben wir auch. Hier, Mensch, guck mal einer an. Wie viele Rehe habe ich schon gebracht? 22 Stück. Habe ich ein Coyote. Coyote. Und habe ich einen Wolf getötet? 3 Stück sogar. Hm, wo waren die denn? War noch kein Berglöwen. Das war ein Punkt jetzt gerade, ne? Ach, warte mal, ich wollte meine Klamotten noch wechseln. Oh, stimmt.
Ich wollte meine Klamotten noch wechseln. Und zwar die wieder anziehen. So. Den nochmal umändern, verändern. Das raus. Und das verändern, wieder das rein. Wird mal Zeit, dass wir das bauen können. Ohne Probleme. Was habe ich hier denn drin? Da habe ich nichts drin, ne? Kein Wunder. So. Hau rein. Lass mal hier kurz eine. So. Mal ausschalten. Das brauche ich nicht vor sich hin brennen, ne? Hier genauso. Ah, ist am Gange. Okay. Nicht mehr mit. Bastelkram, ne? Da könnte ich auch Klebeband draus machen, oder? Mach mal. Rezepte, Klebeband, hau rein. So. Jetzt gehen wir raus. So. Was ist jetzt mit Stahl? Ich brauche hier noch ein bisschen was. Hopp, hopp. Da lungert doch keiner vor der Tür rum, oder? Hm? Ja, vielleicht? Nee. Ein Glück, wir haben so große Fenster hier. Hoppala. Ne, hier ist auch nichts. So, da können wir mal Steine rein, ne? Warte mal, wollen wir hier denn Steine? Aber dann haben wir nichts mehr für Beton, glaube ich, ne? Sand. Da müssen wir mal gucken. So, Zement läuft auch durch. Das können wir raus. Ja, Steine sammeln ist nicht das Problem. So. Wie weit ist es denn mit dem Stahl hier? 15. Okay, was brauche ich denn für, für das andere Teil? Viermal, hast du nicht gesehen? Das da. Zubehörteile. Hätte ich gleich ein paar mehr Sachen rausnehmen können, ne? So. So. Wie viele Lampen haben wir? Gar nichts. Hau mal rein. So. Röhrchen brauchen wir auch dafür. Das reicht nicht? Okay. Und Federn brauchen wir auch ein bisschen. Läuft. Kann ich das schon mal anschmeißen hier. Oh, die sind fertig. Großartig. So, Tragteile, hau rein. Jetzt nehmen wir alles mit hier. Die Modkiste, ne? Mod. Haben wir die doch schon mal. Das ist doch schon mal die Hausnummer. So, und jetzt brauche ich das Teil nur noch. Leute, so viel ist es gar nicht mehr. 2 Minuten etwas. Oh Gott. Du. Okay, ist nur ein Busch. Ich dachte schon. So. Ich kann ja auch ein bisschen aufwerten, ne? Wenn ich schon mal hier so rumstehe, könnte ich ja eigentlich ein bisschen Beton greifen. Ne? Ein bisschen davon, ein bisschen was und dann den Tacker mal in die Hand.
Den guten Bohrer, den packe ich mir mal in die... Wo baue ich denn den? Ich glaube, in die Händler ist das, glaube ich, das Einfachste, ne? So. Kann ich ein bisschen aufwerten hier. Wenn ich schon mal da bin, dann kann ich das so machen. Oh nein! Oh, aufpassen hier! Nein! Oh, ich ging viel zu schnell! Ich muss das Stahl aus der Tasche nehmen, das ist gefährlich. Wieso sind die Sachen nicht kaputt? Ja, die Spucker, glaube ich, nie waren es, ne? Ich glaube, die haben so ein bisschen gegengerotzt. Wenn ich aufpasse, ist die ganze Bude aus Stahl. Ich wusste das. Aber ich meine, hier oben sollte sowieso Stahl, ne? War das nicht so geplant? War doch so geplant. Aber ich will ja auch mal ein Moped bauen, ne? Jawohl, ja. Will er ja gerne. So. Ja, ja, so langsam, ne? Also so langsam finde ich. Muss eine Eisentür rein? Hier genauso, ne? Eine Eisentür. So. Ich will doch nicht alles gleich aufwenden. Ich weiß nämlich noch nicht genau, wie wir das hier machen. Ob ich da eine Druckplatte reinsetze, weil wenn ich eine Druckplatte direkt unter den Dartpfeilen baue, ne? Geht die nicht kaputt? Die müsste doch kaputt gehen, oder? Weil die dann ja auch beschossen wird. Die Druckplatte. Hm. Oder die muss mit einer Schaltverzögerung laufen. Und ich kann es ja auch nicht machen, weil die kriegen ja Stromschlag sowieso. Die bleiben die erstmal ein halbes Jahrhundert daran stehen. Ach, die schöne Stahl hier. Sieht jetzt nicht gut aus? Alter Freund. So, mal 32. Was haben wir jetzt? 208. Mist, ich habe wieder viel zu viel verheizt hier. Ich nehme das mal wieder raus. Ich lege das mal lieber dahin. Dann passiert mir sowas nicht. So. Na? So. Siehst du, sind die Scheiben auch wieder heil? Warte mal. 222. 23. 250 waren es, ne? Genau. Uah! Ah! Hilfe. Trink was. Steh nicht auf dem Ofen, wenn er an ist. Haben wir das gelernt. Nicht dabei gehen.
So. Wunderbar. So. Hier müsste ich auch mal komplett durch, ne? Ja, warte mal. So, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig zu treffen da, ne? So. Hier haben wir auch noch. So. Hier wird alles asphaltiert. Betoniert, so wollte ich sagen. So. Wir haben den da oben auch. So, hier nochmal und da nochmal und dort. So. Kein mit. Oh, alles weg. Na wunderbar. Gut. Wie viel haben wir jetzt hier? Das ist einfach wieder geklärt. Da muss ich gucken. 242. Oh, wir kommen der Sache schon näher. Warte mal, Metalle. Habe ich noch was anderes? Habe ich nicht. Die kann ich nochmal reinschmeißen. Ne? Pass mal auf. So, hier sind wir Munition. Da, Munitionsteile. Schawups. Großartig. Na, keine feuerfeste Unterwäsche? Nee, Dani, heute nicht. Weil da schwitzt man immer so furchtbar drin, weißt du? Deswegen. Sand und Co. So, ich mach's mal wieder raus hier. Juhu! So, das Teil, hau rein. 2 und 246, alles klar. Sehr schön. Dann kriegen wir ihn heute noch. Hab ich Räder? Oh ja, massig. So, Motor. Ich kann ja erstmal das Gerümpel rausschmeißen, was ich nicht brauche, ne? Das da. Das Ganze raus. Stahl hier hinten nochmal reinschmeißen. So. Mal kurz sortieren. Jetzt bräuchte ich 4 Räder. 4 Räder. Ich bräuchte die beiden Chassis. Ich brauche einen Motor. Motor haben wir hier. Und eine Batterie. Nehmen wir so eine. Ich spiele ja keine Rolex. So. Und das Teil brauche ich. 1,30. Ach, dann hat er bald das Auto. Schön. Apropos. Haben wir irgendwo... Brauchen wir die ganzen Farbenkrams? Denn hier ist es, ne? Nur haben wir nur Rot. Wir haben das ganze Rot geklaut. Das ist mein Rot. Mein Rot. Warte mal, Pistole, ne? Ach ne, wir wollten auf 6er warten, ne? Ich glaube, die kann ich noch gar nicht, ne? Pistole. 5er. Aber so weit war ich, glaube ich, nicht weg, ne? Oder? Ein Heftchen, stimmt. Ein einziges Heftchen fehlt mir nur noch. Ach. Gewehr.
Unterheberepetierer. Der hat zwei Schuss. Scharfschützengewehr. Oh, das ist natürlich noch geiler. Ne? Aber das dauert noch ein bisschen. Wenn ich da bin, also das dauert noch ein bisschen. Was zu lesen haben wir auch nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Gut. Ja, dann räumen wir ein bisschen auf hier, ne? Hier auch. So. So. Sieht's aus. 14 Sekunden. Jetzt wird's spannend. Da, 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 da. Da ist es. Juhu. Jetzt wird es auch so geschraubt. Hau rein. Sehr cool. Da ist auf jeden Fall Platz drin. So. Sehr schön. So, wollen wir das mal unten gucken. Hab ich Stahl raus? Stahl ist raus, gut. Da waren wir doch fertig, ne? Hier noch ein bisschen, warte mal. Die obere Kante wollten wir nicht machen, ne? Das war auch verdächtig ruhig, finde ich eben, ne? Irgendwie, als wenn die da. Als wenn die auf ihn warten. Wir wollten das sowieso da unten alles Stahl machen, glaube ich, ne? Sowieso. Hier waren wir ja fertig. Habe ich keinen Beton mit, oder was ist los? Ach, nee, Idiot, das ist Beton rausgepackt. Mann! Nimm Beton mal mit hier, Freund. Ach nee, warte, ich brauche das andere Zeug ja auch noch. Das hier. So. Falls, ne? Warum komme ich nicht hin? Ja, natürlich. Komme ich nicht hin. Dann renne ich mich da wieder durch und ich kenne mich. Ich kenne mich. Halt. Ja. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So. Na. Wenn man so ein bisschen im Weg steht, ne? So, zwei Fähigkeitspunkte habe ich. Das glaubst du ja nicht. Das kann weg. Das ist auch durch. Hier oben muss ich auch noch rum, ne? So, dann muss ich bloß mal sehen, dass ich irgendwo ein bisschen Farbe finde. Weil ich will die Bude auch noch ein bisschen anmalen, ne? So. Da ist ja alles Beton und wirkt das ein bisschen klotzig, ne? So. Das ist alles, ne?
Ja, er sagt mal nicht viel, er macht einfach mal. Wird eine lange Folge diesmal. Solange wir Beton haben, hasen wir damit mal richtig. So. So. Das wäre jetzt knapp. Das war's. Wieder mehr haben wir nicht. Schon wieder morgen, ne? Mein Gott, die Zeit rennt hier, das ist ja... So. Ich gehe mal wieder runter, das Auto müsste fertig sein, ne? Ich glaube, das Auto ist fertig. Ich muss weiter runter. Das ist wieder ziemlich früh heute, ne? So, herein. Da ist es. Dein Auto ist fertig, du glaubst das nicht? Ich drehe am Rad. So, ein paar Mods dann nochmal reindrücken. So, was noch? Ja, so viel anderes ist er ja eigentlich nicht, ne? Guten Morgen! So, haben wir Hunger oder Durst oder sowas? Hunger haben wir, ne? Hunger wie, ja, wie immer. Ein bisschen nur am Essen hier. So, Benzin habe ich aber auch nicht, ne? Doch, da. Ein bisschen Benzin habe ich. Wir müssen mal eine Testfahrt machen. Wir machen mal eine Testfahrt. So, wie viel Strom ist hier drauf? Nix. 1 Watt. Warte mal, lass mal anmachen. Ich kann ja wieder voll machen, ne? Einschalten. Genau, lass mal ein bisschen durchlaufen hier. So, Jungs. Keine Zombies zu sehen, nichts, ne? So. Warte mal, dann kann ich auch anfangen, die Geschütztürme zu bauen, ne? Geschütztürme, Schrotgefälsch, da sind sie doch. 46 Stahl brauche ich dafür. Und 3 Schrotflintenteile. Dann kann ich die ja auch, wenn ich sowieso dabei bin, dann kann ich die auch gleich mitnehmen. Und gleich mitbauen. Weil wenn ich sowieso mit Strom hantieren soll, dann warum nicht, ne? So, mal auf. Da, verändern. Haut mal rein da. Wupp. Jawohl, ja. Fertig. Abschließen. So, wir wollen noch eine fahren. Boah, ist der groß, wa? Boah. Das ist genau mein Stil. Sowas brauche ich. Schönes Gerät. Schönes Teil. So. Jetzt habe ich getankt und nichts drin, ne? 10%! Ah, da können wir hier mitfahren. 4 Sitze sind drauf. Sehr cool. Licht hat die Mühle auch. Und was für ein Licht? Da soll mal einer sagen, wir sehen nichts. Sehr cool. Aber ich brauche natürlich jetzt noch 12.000 Liter mehr Sprit, ne? Das ist natürlich das, was bei ist. Das ist ja nicht jetzt ein bisschen Heavy Metal, ne? Schade, aber cool. Cool, geiles Gerät. Sah dazu, war das Ding auch mal von nahen gesehen. Doch, gefällt mir. Da kannst du fast über ein Auto rüber wegfahren. Geht das? Upsala. Ich hab's gerade zerlegt. Geht das auch mit dem da?
Nicht ganz. Aber das geht, ne? Auch nicht. Nur. Lenkung ist ein bisschen schwierig. Oh, pass auf, Vorsicht. Achtung, ich fahre dich fast übergefahren. Meine Güte. Warum gehst du nicht zur Seite? Wo ist denn der jetzt? Sehr cooles Gerät. Gefällt mir. Also da brauchen wir auf jeden Fall eine größere Garage. Das wird so nichts werden. Ja. Schönes Teil. So, dann am besten, ne? Schwupps in die Tasche, so groß ist ja nicht, ne? Passt ja überall rein. Ich habe ja die Mini-Handtasche, das passt denn ja. So, warum ist hier eigentlich Licht noch an? Warum ist eigentlich hier noch Licht an? Sind wir Krösus oder was? Ah, wenn ich hingucke, dann wird hier schon alles, wird hier schon Stromverbrauch, wie war das? Also, ne? Immer. Hier ist doch alles aus, oder nicht? Natürlich ist hier alles aus. Na, der muss das noch voll machen, ne? Nein, gut. So. Sehr cool. Hat er seinen... Doch, das ist schön. Dann kann ich die Kiste da mal reinstellen. Was kriegen wir denn dafür? 2,4. Das ist aber geizig, ne? Nur 2,4. Wenn er das verkauft, macht er 24.000 raus. Ich kenne ihn doch. So ein Halunke ist das. So. Das mal raus. Das nochmal nachladen. Was machen wir? Klamotten können wir noch bauen, ne? Klamotten. Und zwar. Stufe 4 können wir schon herstellen. Aber dafür brauche ich Rüstungsfertigungspakete. Arr. Wie stelle ich die nochmal her? Aus. Da brauche ich bestimmt Reparaturkits für, ne? Ich kenne mich. So, die brauche ich auf jeden Fall. Rezepte. Ein. Ich brauche ein Nähzett und Klebeband. Klar. Klebeband. Für jeden Mist brauche ich Klebeband. Ich muss nochmal Kleber herstellen, glaube ich. Was ist denn hier neblig hier? Was ist denn hier los? Alter, wir hatten hier. Der Abzug ist dicht. Was war das noch? Was war das noch? Was hab ich gesagt? Nähset. Nähset. Ach, Nähset. Also, wie wollte ich das nicht nehmen? Da die Hälfte davon, ne? 24, brauchen wir ein paar mehr. So. Rezepte. Da sind sie. Mach mal. 35 Stück. Gut, die brauchen wir eh. Dann kann der Kram wieder raus. Das Klebeband, Klebeband. So. Und die Medizin da, ne? Pass mal auf, wie viel haben wir da oben denn noch laufen? Hier. Ups. War das hier? Nee, hier war Wasser. Wo hab ich das Klebeband gemacht? Da? Auch nicht. Mist, wo war denn das? War es hier drüben? Ja klar. Ausmachen. So. Hier was drin? Auch nicht. Gut. So, das schnappuliere ich mal eben so schnell mal fix. Brauche ich gar nicht. Das war umsonst. Hätte ich gar nicht gebraucht. Mist. Mistdreck. Mist. Mist. Och Gott. So, Getränke raus. So. Klebeband haben wir. 19 Teile haben wir. Was bräuchte ich eigentlich jetzt? Was war das jetzt hier? 4 Stück. Für jedes Teil. Ich brauche da ja massig von dem Zeug. Athletenoutfit. Was macht denn da hier? Leichte Rüstung. Athletische Steiger, die den Eifer in der Schlacht. Erhöht maximale Gesundheit. Vollständige Z-Bonus. Verbraucht weniger Nahrung und Wasser. Auch nicht schlecht, ne? Athletenschuhe. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Auch nicht schlecht. Was haben wir sonst noch? Athletenhut. Was macht er denn?
Kannst du besser Deals ausschlagen. Nahrung, Getränke und Medikamente kosten weniger. Ach, guck mal. Was macht der denn hier? Verursacht mehr Schaden beim Schleichen. Der Assassine. Was habe ich mit Gras an? Bergbau. Betäubungswiderstand. Rüstungswert erhöht. Motorräder brauchen weniger Brennstoff. Das ist doch eine Nummer hier. Biker-Outfit. Da musst du ein Biker-Outfit tragen, wenn du durch die Gegend fahren willst. Jawohl, ja. Was ist denn hier? Erhöht die Gesundheit. Und was machen die Dinger? Verbrauchen weniger Ausdauer. Mit Nahkampfwaffen. Kommando. Was macht der denn hier? Gewährt Betäubungswiderstand. Wiederherstellungsstände wirken schneller. Kommando Outfit. Ich muss lesen hier. Schnellere Erholung von kritischen Verletzungen. Genau. Landwirt, Nerd. Was macht der Nerd? Erhöht Erfahrungsgewinn. Ich finde, das Nerd-Outfit ist ein bisschen merkwürdig, ne? Als wenn der Magier am Käfig sitzt, ne? Gewährt eine Chance beim Lesen von Magazinen. Zwei fertige Skulpturen. Das ist natürlich großartig. Bevor du liest, musst du das Zeug anziehen. Da bräuchtest du ja theoretisch nochmal ein Ankleidezimmer, ne? Theoretisch bräuchte man das. So, verringert Nahrung und Wasserverbrauch. Ich meine, das Ding habe ich ja an. Das habe ich ja an. Nomaden-Outfit. Verringert Überbelastung. Überbelastung? Ich weiß nicht. Plündererhut. Erhalte mir EP beim Zerlegen. Auch coole Nummer. Prediger. Genau, predigen wir mal eine Runde. Was hat er denn hier? Erhalte einen Rabatt auf gekaufte Gegenstände. Kritische Verletzung. Prediger-Outfit. Verringert eintreffenden Schaden. Naja, oh, ist auch nicht verkehrt, ne? Und die Stiefel, was haben die hier? Verringert Heilungswiderstand von behandelten Schürfwunden und Brüchen. Verursacht Schaden gegen Untote. Erhöht den verursachten Schaden gegen Untote. Heißt Zombies, ne? Diese Jungs da, die so meinen, als wenn sie was wären. Na gut. So, Teile. Ich holz das mal hier raus. So. So. 25. 35. 39. Schon nicht schlecht. So. Bastelkram. Das nochmal raus. Ist auch sortiert. Ja. Was ist das neblig? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht und, ne? So. Läuft hier noch was durch? Nee, ne? Hier auch nicht? Doch, hier schon was. Ein bisschen ist da noch. Die schmeiße ich gleich mal hier raus. Und gleich mal ein bisschen sortieren hier, ne? So. Ach, das doch nicht. Mann. Da sind nochmal 176, meine ich. Großartig. Das finde ich cool. Finde ich cool, dass wir mit dem Stahl. Jetzt brauchen wir wieder Eisen, ne? Ich glaube, Eisen haben wir gar nicht, ne? Metalle, ne, gut, wir müssen wieder Eisen haben. So, was ist hier drin? Ja. Warte mal. Haut rein. Nimm alles mit hier. Und hier drüben. Ich muss dran denken, ausschalten. Ich muss dran denken, dass ich nochmal looten muss und dann die. Sag schnell. Die Heizkörper, die muss ich behalten. Die darf ich nicht rausschmeißen. Sand und Co. Das nochmal raus. Passt schon. Passt schon. Ja. Großartig. Warum ist das denn so furchtbar neblig hier? Das ist ja. Man sieht die Hand nicht vor Augen und so. Und das ist 6 Uhr morgens. Hör mal. Frühnebel. Na gut, vielleicht ist es das. Gut, aber die Folge ist wieder durch. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.